Hallo und herzlich willkommen bei TubeMag, deinem YouTube-Magazin. Der Comedy-YouTuber iBlali erreicht mit seinen Videos mehrere Millionen Menschen. Angefangen hat Viktor Roth mit Let's Plays unter dem Accountnamen Alligator1024. Sein erstes Video hat er bereits am 17.06.2006 hochgeladen. Mittlerweile hat sein YouTube-Kanal iBlali über 2,6 Millionen Abonnenten und schon insgesamt mehr als 481 Millionen Aufrufe generiert. In diesem Video schätzen wir für euch, wie viel Geld der YouTube-Star jeden Monat verdient. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Wir berücksichtigen hier natürlich nicht nur die reinen YouTube-Einnahmen, sondern noch die Einnahmen aus seinen Product Placements, Affiliate-Einnahmen und seine weiteren Tätigkeiten. Unsere Werte sind natürlich auch hier nur geschätzt, wir versuchen aber recht nah an der Realität zu sein. Durchschnittlich hat iBlali 12 Millionen Videoaufrufe pro Monat. Bei diesen Views kann man davon ausgehen, dass er rein durch die YouTube-Werbung 6.000 Euro brutto verdient. Als nächstes kommen wir zu den Produktplatzierungen. Auf Instagram hat Viktor 1,3 Millionen Abonnenten und auf Twitter folgen ihm über 1,2 Millionen Menschen. iBlali hat zwar eine große Reichweite, macht aber nur noch sehr selten Product Placements. Dadurch schätzen wir, dass er durch seine Produktplatzierungen ca. 4.000 Euro brutto pro Monat verdient. Nun kommen wir zu den Affiliate-Einnahmen. In der Videobeschreibung verlinkt der 25-jährige YouTube-Star seit kurzem sein Equipment bei Amazon. Durch einen Kauf über seinen Link erhält er eine Provision. Bei seinen 12 Millionen Klicks im Monat schätzen wir, dass er weitere 2.000 Euro brutto im Monat verdient. Zum Schluss betrachten wir die Einnahmen aus seinen weiteren Tätigkeiten. Wie in einem anderen Video von uns berichtet, hat iBlali für die Kinofilme Angry Birds und Ratchet & Clank als Synchronsprecher gearbeitet. Zudem war er auch als Schauspieler in dem Kinofilm Kartoffelsalat tätig. Viktor stand sogar schon in der Tonhalle Düsseldorf bei dem Event Ignition auf der Bühne. Wir schätzen, dass er durch solche Tätigkeiten auf den Monat gerechnet weitere 5.000 Euro brutto verdient. Demnächst veröffentlicht iBlali auch noch einen neuen Merch-Shop. Dieser wird sein momentanes Einkommen sicherlich noch deutlich erhöhen. Wenn wir nun alles zusammenrechnen, kommen wir auf eine stolze Summe von 17.000 Euro pro Monat. Davon lässt es sich wohl ganz gut leben. Dieser Wert beruht aber allein auf einer Schätzung. Außerdem handelt es sich hierbei natürlich um Bruttobeträge. Abgezogen werden dann noch Steuer- und Sozialbezüge wie Krankenversicherung und Altersvorsorge. Was ist eure Meinung dazu? Was würdet ihr denn mit so viel Geld machen? Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen. Abonniert auch unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir würden uns auch über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.